Ja, der 16. Februar ist für uns alle ein ganz besonderer Tag, weil zum ersten Mal in der Geschichte der Mercedes-Benz Arena haben wir heute zwei Sportveranstaltungen an einem Tag. Wir fangen mit dem Eishockeyspiel an und werden dann heute Abend das Pokalfinale Alba gegen Oldenburg haben. Heute haben wir ein Zeitfenster, das ein bisschen kürzer ist und ja, das stellt uns alle vor eine große Herausforderung, in so kurzer Zeit diesen Umbau zu bewerkstelligen. Albatrosse, macht's uns nach, wir haben schon vorgelegt, haben den Sieg geholt. Wir drücken euch die Daumen fürs Pokalfinale heute Abend. Das Erste, was passiert, ist, dass wir so schnell wie möglich die Ränge von grobem Schmutz befreien müssen, weil die für den Umbau eingefahren werden müssen. Das geht nur, wenn sie sauber sind. Und dann gibt es eigentlich drei große Blöcke, die dann passieren. Das Erste ist das Legen der Eisabdeckung. Da hängt dann alles Weitere dran, weil erst wenn die Eisabdeckung komplett liegt, können wir anfangen, das Basketballparkett zu legen, Korbanlagen aufzubauen, LED-Banden, also alles das, was dann nachher für das Basketballspiel gebraucht wird. Parallel dazu haben wir eine separate Crew, die die ganzen Tribünen umbaut, von der Eishockey- auf die Basketballkonfiguration. Die Tribüne beim Basketball, die ist flacher, die geht viel näher an das Spielfeld ran. Das läuft sozusagen parallel zu dem großen Umbau im Innenraum, wo wir von Eishockey auf Basketball umbauen. Naja, es sind gut 350 Tonnen Material, die wir bewegen, davon über 100 Tonnen per Hand. 250 Tonnen, die schwersten Elemente sind unsere Tribünenanlagen, die werden maschinell verfahren. Dann haben wir über 1000 Platten, die die Eisabdeckung darstellen. Also das sind alles Dinge im drei-, vierstelligen Bereich. Auch das Parkett besteht aus über 800 Teilen, die alle von Hand zusammen gepuzzelt werden müssen und die dann nachher ein Basketball-Setup ergeben. Ja, normalerweise wird dieser Umbau von 40 bis 60 Personen erledigt. Heute haben wir diese Mannstärke fast verdreifacht. Das heißt, allein auf unserer Seite 120 Mitarbeiter diesen Umbau bewerkstelligen. Dann kommt noch TV dazu, alle anderen Gewerke. Die Reinigung hat Personal aufgestockt, sodass wir irgendwo 150 bis 200 Leute haben, die diesen Umbau heute bewerkstelligen. Mal in der Geschichte des deutschen Profisports fand heute hier in der Mercedes-Benz Arena ein DEL-Eishockeyspiel statt zwischen den Eisbären und Mannheim. Am Ende gewann Berlin in der Overtime durch ein Tor von Austin Ortega. Und 5 Stunden später stehen wir hier und bringen Ihnen das BBL-Pokalfinale. Das Team, das sein sechstes Finale spielt in den letzten 2,5 Jahren, in den 5 vorherigen Finals jeweils unterlegen. Aber sie sind wild entschlossen, heute ihren ersten Titel zu holen. Das 1 gegen 1 sieht den Block mit dem Spiel, mit dem langen Wurf, der sitzt. Das ist
erst hinten deutlich mehr Stops, kommt schneller nach vorne. Berlin hat gute Würfe, sind beim Rebound auf einmal da. Oh, kommt zurück ins Spiel. Der Pokalsieg 2020 vergeht an Coach Aito, Garcia, Renesis und Alba Berlin, die zum 10. Mal in der Vereinsgeschichte den Pokal gewinnen. Y'all trying to do it.